Guck mal, ich habe Kalzit gefunden. Ist auch sehr, sehr recht selten, ne? Nö, in bestimmten Bergbiomen ist das ja häufig. Oder halt Amethysten. Dings da. Na? Ist das runde als Stein rundherum. Na? Deswegen, da kannst du auch easy Stacks fahren. Wieder in einem bestimmten Bergbiom oder halt, wie gesagt, bei Amethyst. Ich habe gerade vergessen. Geoden, genau, Geoden. Das ist das als Außenstein verarbeitet. Na? Halt die Klappe. Diese kleinen Bäume sind viel geiler als diese großen Bäume. Ja, bei Eichenbäumen sind die großen einfach nur nervig. Oder was für ein schwarzes Schaf, das ist einfach mein Gras weggefressen. Ne? Einfach vor meinen Augen. Aber was das gut, das Gute ist, sie bringen viele Setzlinge. Der ganze Bienenhorde. Oh, ganze Bienenhorde da. Alter, ich bin eine Biene. Ich heiße Marvin. Du bist gefickt. Ich heiße Helga. Und du bist da und die können nichts anderes sagen, außer ich heiße Marvin. Ich heiße Helga. Aber laut den Sachen, die du gemacht hast, die gemacht haben, wusstest du einfach, worum es geht. Ja, natürlich weißt du, worum es geht. Du musst ja wohl zugucken, aber trotzdem sagen die nur, ich heiße Marvin. Ich heiße Helga. Ja. Ich bin eine Biene. Die kann noch ein bisschen mehr reden. Ne? Halt die Klappe. Wo bist du, Bruder? Ach, keine Ahnung. Geh gleich runter. Wo runter? Ja, na, auf dem Dings. Ja. Fett. Bumm. Auch immer wieder hin. Hier zwischen zu landen. Ist aber auch nicht schwer. Ich kann ja mal so Twopper spielen. Ach, weißt du, wie gut du bist, im Wasser zu landen? Kannst du das mit Eimer, Wasser, kriegst runter, sitzt in einem Eimer Wasser. Um zum Sonnenaufgang vorzuspringen, ich bin in meinem Bett. Alle Spieler gleichzeitig. Ich bin in meinem Bett. Ich hab das gut geparkt, ne? Ey, runter von meinem Kopfkissen! Du verblutest das noch! Ich hab jetzt auch so in den falschen Slot ausgewählt. Ja, was willst du? Stress? Ich bin eine Pilzkuh. Dieses ist. Ich hab jetzt auch so gerade den falschen Slot ausgewählt und hab so statt Betten ein Boot platziert. Ich habe schon wieder ein Mesa-Biom gefunden. Oder ist es das gleiche von vorhin? Ein Stack, zweites Stack Holz. Direkt am Osten, ne? Aber ich muss sogar Richtung Mesa-Biom.
Ich spucke auf dich. Hast du gesehen, der hat auf mich gespuckt? Warum muss hier jetzt so eine 5 Kilometer große Schlucht sein? Alter, hier ist bestimmt Gold. Ja, bestimmt ist da Gold. Möchte ich jetzt sagen, aber ich glaube, aus dem Augenblick habe ich gerade sogar Gold gesehen. Oder? Ja, da ist Gold. Ich habe Gold gefunden. Guck mal, wie hier Feigling da einfach runterschillt. Hm. Einfach ein halber Baum in der Luft noch. Ja, hast wahrscheinlich ein Stück Holz vergessen. Wenn ich ein Stück Holz vergessen habe, baut sich das denn nicht mehr nicht ab? Hm? Wenn ich ein Stück Holz vergessen habe, baut sich das denn nicht ab? Nein. Wenn auch irgendwo an dem Baum ein Stück Holz ist, dann despawnt das nicht. Kennst du das hier? Oh mein Gott, ja, das kenne ich. Das ist ein Mesa-Biom. Das, was du haben wolltest? Nö. Ist hier kein Baum. Siehst du hier irgendwo einen Baum? Ja. Kleine Dinger da. Ja, sind tote Büsche und kein Baum drauf. Du Otto. Du Herald. Friedrich. Du Horst Kevin. Singular. Jo, ich glaube, der erstreckt sich noch ein bisschen, ne? Ey, du hast da ein Dings. Was? Mit einem Ender-Portal. Ich weiß, da war nur ein Portal, oder? Ja, und außerdem kein Ender-Portal. Guck mal, ich war schon wieder knapp davor zu sterben, ne? Ja, du lebst doch ganz schön was kann davon. Ja, ich muss auch über 50 Schluchten klettern, nur um zu meinem scheiß Ziel zu kommen. Weißt du, wie nervig das ist? Na? Du hör mal an, ich hab dir vorhin noch gesagt, vor einer halben Stunde oder so, guck mal, was war mein Stack Melonen? Das ist mein zweiter nebenbei bemerkt, ne? Mhm. So, ich habe jetzt mittlerweile schon fast einen halben Wald gepflanzt. Ja, ich habe in der Zwischenzeit anderthalb Stacks Melonen gegessen. Oh, ich baue mich mal hoch hier, ne? Die sind aber auch echt lecker, muss ich sagen. Die machen echt süchtig. Ich dachte gerade, ich kriege einen Anruf. Das können wir ändern. Nein, will ich nicht. Doch, ich rufe dich an. Da kriegst du einen. Frag einen Melonensüchtigen. Hm? Frag einen Melonensüchtigen. Was für Melonensüchtigen? Ja, du bist doch hier der Melonensüchtige. Hä? Ich bin nicht melonensüchtig. Guck mal, hier ist ein Mineshaft. Aus Dark auch, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich mach. Daraus kannst du Porzellan und so machen. Ja, meine ich ja. Was? Porzellan kann man da draus machen, oder? Hier. Mal. Lehm. Nein. Das ist Terrakotta. Daraus kannst du nichts bauen, außer das, was es ist, kannst du zum Bauen nutzen, mehr brauch nicht. Baut sich auch richtig leicht ab. Ja, ist ja auch nur Terrakotta. Und hier ist eine rote Wüste. War ja klar. Wie soll es auch anders sein? Na? Wie soll es auch anders sein? Was denn? Jetzt einschalten. Leipzig gegen Borussia Dortmund. Live auf Sky. Ja, keine Lust. Sorry. Vor allem live auf Sky. Wollte heute Abend Hansa Rostock gucken. Gegen, ich weiß gar nicht. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Das läuft heute Abend nämlich im Free TV zur Abwechslung mal. Na? Hm? Da
bei eine Zweitligapartie pro Woche darfst du ja kostenlos gucken. Ne? Hey. Ja, was? Guck mal. Ja, was soll ich denn da gucken? Weißt du, wo ihr einen Fernseher bedient? Muss zurück in mein Mesa-Biom. Danke. Die haben eine Pyramide gefunden und so. Ich in der Mitte reinspringen. Ist eine Pfeife. Doch, das mache ich jetzt. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Du wirst einfach in die Luft gesprengt. Pass auf, ich zeig dir mal, wie ein Pro das macht. Eine Pyramide habe ich auch schon ewig nicht mehr getroffen. Beziehungsweise gefunden. In den Rücken. Zeig jetzt mal, wie ein Pro das macht. Hat mir nur einen Moment vorbereitet. Ich hab ein braunes Schaf gefunden. No? Wenn es selten ist. Ich weiß auch nicht, was dein Problem war. Warum baust du dich denn einfach nicht so rüber? Wenn ich keine Blöcke habe, soll ich mich so rüber bauen. Grasblöcke. Perfekt, dass er jetzt wegläuft. Können wir einen kleinen Trick machen. Alter, was soll ich mit der scheiß Erde schon wieder? Ist die Druckplatte. Auch die Druckplatte. Gib die her. Gib die Druckplatte. Hm.
Danke, du Dulli. Mach den Scheiß dann ständig. Gut. Nein, Mom! Pack den Scheiß da wieder rein. Warum kannst du den jetzt nicht mitnehmen? Ist da auch Goldbarren? Nein, ich hab selbst schon eine Nasenwende, daran liegt das. Nein! Hey, zeig dir jetzt mal, bevor du das machst, wie ich vorher rausgehe. Ich hab gerade Presse bekommen. Digga, du machst auch dich immer so fett, ne? Du bist einfach fett, Alter. Ey, ich zeig dir jetzt mal, wie ein Pro hier wieder rausgeht. Guck mal. Ups. Hä? Mach doch gar nicht, Boom. Was laberst du? Warte ganz kurz. Was denn? Mach doch gar nicht, Boom. Hä? Was laberst du? Weiß ich nicht. Ah, it's a prank! So scheiße. Ich weiß, das aber macht ja gerade so witzig. Hätte ja sein können, dass du hier TNT... Nein, ich hab einfach... Du bist gerade passend weggelaufen, also hab ich ja was TNT abgebaut und hab die Druckleiter wieder hingesetzt. Du bist ja mal gerade so passend weggelaufen. Ey, da oben warst du doch gerade, ne? Vorhin? Ja, das ist der, wo ich mich so abgemüht habe. Das hat halt gepasst, dass du gerade weggelaufen bist. Du könntest dich das so vorbereiten, ohne dass du was mitbekommst. Ich habe zwei Sättel und du so. Ach, Schutz 2 braucht kein Mensch. Danke. Na?